Lediglich 180 Kilometer trennen die Insel Taiwan geografisch von China. Doch politisch, wirtschaftlich und kulturell liegen beide Staaten um Welten auseinander. Taiwan gilt trotz jahrzehntelanger Diktatur heute als einer der demokratischsten Staaten der Welt und liegt im Demokratieindex sogar vor Deutschland. China hingegen gilt als autoritär bis totalitär und baut den grausamen Überwachungsstaat immer weiter aus. Wirtschaftlich gilt Taiwan als wohl wichtigste Region der Welt, was vor allem daran liegt, dass dort 90% der modernen Halbleiter produziert werden, die für jedes elektronische Gerät essentiell sind. Und auch das BIP pro Kopf der Taiwanesen ist dreimal so hoch wie das der Chinesen. Und zuletzt sehen wir auch einen kulturellen Unterschied von Tag und Nacht. Während sich in Taiwan eine weltoffene, freiheitliche und pluralistische Gesellschaft herausgebildet hat, schirmt China seine Bürger durch Zensur immer weiter ab. Doch wie konnten sich zwei ursprünglich sehr ähnliche Regionen so vollständig unterschiedlich entwickeln? Warum ist genau das ein Dorn im Auge der chinesischen Regierung und welchen Geheimtrumpf hat Taiwan im Falle eines Krieges in der Hinterhand? All diese spannenden Fragen schauen wir uns im heutigen Video an. Viel Spaß! Um die Geschichte der kleinen Insel zu verstehen, müssen wir zunächst in die Zeit der Entdeckungen springen. Denn aufgrund seiner strategischen Lage wurde es schnell zum Spielball der Großmächte, zunächst der Europäer, später dann der Asiaten. Die ersten waren portugiesische Seefahrer, die die Insel im 16. Jahrhundert sichteten und Ilha Formosa nannten, die schöne Insel. Doch auch bis dahin war die Insel nicht unbewohnt, sondern verschiedene indigene Völker wohnten dort, die eine eigene, reiche Kultur und Sprache hatten. Die erste dauerhafte Kolonie errichteten dann aber die Niederländer im Jahr 1624 im Süden Formosas. Es entstand das Fort Zeelandia, genau wie Neuseeland, benannt nach der niederländischen Region Zeeland. Doch dies blieb von den anderen Europäern nicht unbemerkt und bereits zwei Jahre später errichteten auch die Spanier eine Kolonie im Nordteil der Insel. Es kam nun zu stetigen Spannungen und Konflikten zwischen den Niederländern und Spaniern um die Vorherrschaft in Formosa. Jedoch waren die Niederländer aufgrund ihrer starken Marine und zahlenmäßig mehr Truppen klar überlegen und sie schafften es bereits zwei Jahrzehnte später, die Spanier vollständig von der Insel zu vertreiben. Sie festigten daraufhin ihre Kontrolle über Taiwan und nutzten es als zentraler Handelsstützpunkt für den Handel mit Ostasien, besonders mit China und Japan. Beide Staaten waren zu dieser Zeit sehr abgeschnitten und isolierten sich, da sie den Einfluss der Europäer fürchteten. Taiwan war daher ideal für die Niederländer, um trotzdem ein stabiles Handelsnetz an der asiatischen Ostküste aufzubauen. Doch die Zeiten sollten sich schon bald ändern. Mitte des 17. Jahrhunderts kam es in China zu einem großen Bürgerkrieg zwischen der Qing und der bis dahin herrschenden Ming-Dynastie. Passt hier gut auf, denn das Szenario sollte sich später nochmal wiederholen. Letztere Ming-Dynastie beherrschte China bis dahin mehrere Jahrhunderte lang, wurde nun aber Stück für Stück von der Qing-Dynastie verdrängt. Sie zog sich deshalb nach Taiwan zurück und vertrieb dort nach mehreren Schlachten die Niederländer vollständig. Sie beherrschten so Taiwan für einige Jahrzehnte, bis sie Ende des 17. Jahrhunderts auch dort von der neuen Qing-Dynastie geschlagen wurden. Taiwan wurde daraufhin in China eingegliedert, ein Szenario, das auch dem aktuellen chinesischen Präsidenten wohl nicht allzu fern liegen würde. Und nachdem Taiwan also integraler Bestandteil des chinesischen Kaiserreichs wurde, begann die Regierung, die massive Einwanderung vom chinesischen Festland aus zu fördern. Dies führte zu einem rasanten Bevölkerungswachstum und veränderte die Demografie der Insel vollständig. Die Chinesen errichteten die großen Städte an der Westküste, wohingegen die ursprünglichen Bewohner der Insel immer weiter in die östlichen Bergregionen vertrieben wurden. Und deren Bevölkerungszahl schrumpfte dadurch auch stetig. Dieser Prozess setzte sich über fast zwei Jahrzehnte fort, wobei Aufstände der Lokalbevölkerung brutal niedergeschlagen wurden. Doch Ende des 19. Jahrhunderts begann der Aufstieg einer neuen asiatischen Großmacht, die sich die Konflikte auf der Insel nur allzu gerne zunutze machte. Die Rede ist natürlich vom japanischen Kaiserreich. Dieses besiegte in einem spektakulären Krieg nicht nur die Russen, sondern auch die Chinesen. Dadurch hatten sie nun die Vormacht in Ostasien und gliederten auch Taiwan als Kolonie in ihr wachsendes Reich ein. Die Japaner führten eine straffe koloniale Verwaltung ein und begannen mit umfangreichen Modernisierungsmaßnahmen. Die japanische Sprache und Kultur wurden gefördert, was zu einer teilweisen Assimilation führte und die Taiwanesen weiter von China entfernte. Doch auch die japanische Herrschaft blieb nicht von allzu langer Dauer. Im Zweiten Weltkrieg nutzte Japan Taiwan als wichtigen militärischen Stützpunkt. Und so begannen ab 1944 massive alliierte Luftangriffe auf die Insel, die Infrastruktur und Städte schwer beschädigten. Und mit der Kapitulation Japans im August 1945 endete dann auch die dortige Herrschaft. Doch wer sollte der Nachfolger werden? Dazu müssen wir nach China blicken, wo bereits seit Jahrzehnten ein blutiger Bürgerkrieg zwischen zwei Lagern tobte. Auf der einen Seite hätten wir die bis dahin regierenden Kuomintang und ihrem Führer Chiang Kai-shek, auf der anderen Seite die Kommunistische Partei Chinas unter Mao Zedong.
Ersterer wollte eine vereinte nationalistische Regierung auf dem chinesischen Festland weiter ausbauen, während zweiterer eine kommunistische Revolution anstrebte. Und Mao Zedong gewann dabei zunehmend die Oberhand, weshalb sich die Nationalisten mit Unterstützung der Amerikaner nach Taiwan zurückzogen. Sie etablierten Taipeh als ihre neue Hauptstadt und so endete der chinesische Bürgerkrieg 1949. Die kommunistische Partei kontrollierte dadurch das Festland, während die Nationalisten unter Chiang Kai-shek ihre Herrschaft über Taiwan festigten. Sie errichteten auf der Insel eine strenge Militärdiktatur und bereiteten sich auf eine mögliche Rückeroberung des Festlands vor. Auf der anderen Seite erklärte es die kommunistische Partei zu ihrem obersten Ziel, Taiwan wieder einzugliedern. So wie es bereits einige Jahrhunderte zuvor nach dem Bürgerkrieg geschah. Und das ist eine Forderung, die bis heute besteht. Und in den ersten Jahrzehnten agierten beide politischen Systeme auch relativ ähnlich. Sowohl Taiwan als auch China wurden mit eiserner Hand regiert. Tausende politischer Gegner wurden inhaftiert, gefoltert oder hingerichtet und es gab keine Freiheitsrechte. Doch ab den 70ern entwickelte sich Taiwan plötzlich in eine ganz andere Richtung. Die Insel war einer der ersten ostasiatischen Staaten mit rapidem wirtschaftlichem Wachstum. Denn die Regierung begann früh mit einer Liberalisierung der Wirtschaft nach amerikanischem Vorbild, investierte massiv in das Bildungssystem und sprang schnell auf Schlüsseltechnologien auf. Taiwan gilt daher neben Singapur, Südkorea und Hongkong als einer der Tigerstaaten, also asiatische Schwellenländer, die innerhalb weniger Jahrzehnte zu den Industrienationen aufschlossen. Es entstand so erstmals großer Wohlstand und eine breite Mittelschicht. Und die gut gebildeten Bürger und soziale Mobilität förderten schließlich das politische Bewusstsein und das Verlangen nach mehr politischer Teilhabe. Es entstanden so ab Mitte der 1970er Oppositionsbewegungen und genau im Jahr 1975 starb dann der bis dahin herrschende Chiang Kai-shek. Der Nachfolger, sein Sohn, galt schon als deutlich liberaler und etablierte schrittweise politische Reformen. Die Demokratische Fortschrittspartei wurde 1986 als erste legale Oppositionspartei gegründet und von da an kam es auch zu den ersten freien Wahlen. Bis heute entstand so eine pluralistische Demokratie, die gefördert durch das anhaltende Wirtschaftswachstum zu großem Wohlstand auf der Insel führte. Zudem etablierte sich so eine offene und freie Gesellschaft nach westlichem Vorbild. Also das ziemliche Gegenteil von China. Auch dort kam es zwar später zu einer wirtschaftlichen Öffnung und einem rasanten wirtschaftlichen Aufstieg, jedoch ohne politische oder gesellschaftliche Veränderungen. Und so ist Taiwan auch die größte Angst der kommunistischen Partei. Denn es zeigt eine chinesische Bevölkerung, die in Freiheit und Demokratie lebt. Ein System, das ein Vorbild auch für Festlandchina sein könnte. Doch die kommunistische Partei versucht alles, um das zu verhindern. Das reicht von Internetzensur der eigenen Bevölkerung über Wahlmanipulationen in Taiwan bis hin zur äußersten Lösung, der Eroberung der Insel und Umgestaltung nach kommunistischem Vorbild. Eine sogenannte Wiedervereinigung wird dabei seit der Machtübernahme Xi Jinpings immer wieder gedroht und viele Experten halten einen Krieg zwischen beiden Seiten längst für nicht mehr ausgeschlossen. Doch auch Taiwan hat noch ein paar Asse im Ärmel. Zum einen wäre dabei die enge Partnerschaft mit den USA, dem Westen und weiteren asiatischen Mächten. Auf der anderen Seite die eigene militärische Aufrüstung und Vorbereitung auf ein solches Szenario bereits seit Jahrzehnten. Und besonders seine Wirtschaft macht er zu einem elementaren Puzzleteil der weltweiten Geopolitik. Der frühe Fokus auf Schlüsseltechnologien wie die der Halbleiter zahlte sich dabei extrem aus. Das Land produziert heute mehr als 60% aller Halbleiter weltweit und mehr als 90% der modernsten Halbleiter. Die ganze Welt ist also völlig abhängig von der kleinen Insel. Und dadurch hofft es auf massive Unterstützung, falls es tatsächlich zu einem Krieg kommen sollte. Denn ohne die Halbleiter würden die weltweiten Lieferketten wohl zusammenbrechen. Und zudem hätte wohl niemand im Westen diese Schlüsseltechnologie gerne in den Händen der kommunistischen Partei. Und so bleibt der Ausgang eines solchen Konfliktes völlig offen. So, das war's mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, dann kann ich euch noch sehr mein Video über Chinas Konflikt mit Indien im Himalaya-Gebirge empfehlen. Ich verlinke es euch direkt hier. Viel Spaß beim Anschauen und ich sag ciao.